Es ist der Moment, auf den er 3 Jahre lang hingearbeitet hat. Christopher Kunert hat heute sein Facharbeiterzeugnis bekommen. Er ist nun offiziell IT-Systemelektroniker. Jawohl, macht Spaß, ne? Macht sehr viel Spaß. Er ist einer von 39 Vattenfall-Auszubildenden, die heute ins Berufsleben verabschiedet wurden. Christopher Kunert wurde zudem eine besondere Ehre zuteil. Er ist Jahrgangsbester geworden. Der Tag vor der Prüfung dachte ich, mach's mal ganz ruhig. Nicht wie sonst immer, wenn man das aus der Schule kannte, wo man dann bis zum letzten Moment dort sich reingesteigert hat. Und das war gar nicht mal so schlecht gewesen, weil man kommt erstmal runter und man ist am nächsten Tag erholter, entspannter und ja, dann lief das auch, muss ich sagen, bedeutend besser. Und auch meine Mitauszubildenden, die hatten auch so ein ruhiges Klima dann versprüht, ich dann mit auch. Und ich muss sagen, das hat sehr geholfen bei der Prüfung und dann bei den Ergebnissen natürlich auch. Christopher Kunert hat seine Ausbildung im Kraftwerk Boxberg begonnen. Das letzte Jahr über war er in Schwarze Pumpe. Neben IT-Systemelektronikern werden auch Industriemechaniker, Brunnenbauer sowie viele andere kaufmännische und technische Berufe ausgebildet. Trotz der ungewissen Zukunft der Braunkohle soll das auch weiterhin so bleiben. Und ich denke, dass Sie auch, wenn Sie vielleicht Ihre Tätigkeit nicht, wie wir es früher sagen konnten, über 10, 20, 40, 50 Jahre bis zur Rente im Unternehmen vollziehen können, dass Sie trotzdem einen richtig qualitativ hochwertigen Grundstein für den Einzug in Ihr Berufsleben erhalten haben heute. Deswegen hohe Bedeutung fürs Unternehmen, absolut. Christopher Kunert bleibt dem Unternehmen erst einmal erhalten. Er möchte zudem studieren. Eine Ingenieursstelle würde ihn reizen. Seine Ausbildung kommt ihm da sehr entgegen. Der duale Teil, diese Praxis und der theoretische Ausbildungsteil, das verbindet sich sozusagen einwandfrei miteinander und man entwickelt richtig Fähigkeiten und Fertigkeiten und kann das dann auch umsetzen. Und das hilft dann natürlich auch im weiteren Leben weiter, weil ich sage mal einerseits die sozialen Kompetenzen, die sich dann weiterhin ausbilden und natürlich auch die Berufserfahrung, die man dann jetzt in den nächsten Jahren dann weiterhin sammelt, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aktuell haben mehr als 600 Jugendliche eine Ausbildung bei Vattenfall. Von den 39 heute verabschiedeten Azubis werden übrigens alle übernommen.